Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Kniepack-Sangen mit getauchten Griffen in 4K. Alle Kniepack-Sangen mit diesen tollen getauchten Griffen, jetzt hätte ich schon fast gesagt, die es gibt auf der Welt, die der Toolboy besitzt, liegen vor uns auf den Schneidematten und um die soll es gehen. Um die und noch viel mehr. Dranbleiben lohnt sich und natürlich nichts riskieren, abonnieren. Und schon kann es losgehen. Es gibt so ungefähr endlich viele Arten von Zangen für jeden Anwendungszweig. Ist da immer irgendwas dabei? Kniepack sagt, man kann so in 10 Arten unterteilen. Und zwar in Zangenschlüssel. Das hier ist eine Überart. Der 400er Zangenschlüssel XL. Ich meine, den gibt es sogar noch in XXL. Und das hier ist eine Unterart. Der Zangenschlüssel XS. Eine Neuheit von Kniepack, mit der man eine Schlüsselweite von 24 mm das ist ein 100er Schlüssel, trotzdem nur greifen kann, und zwar parallel und für Armaturen und so, sind die gut. Dann gibt es die Wasserpumpenzangen, oder wie ihr vielleicht sagt, Wapus, oder bei Kniepack heißen die auch Cobras, in ganz verschiedenen Ausführungen. Die gibt es einmal in diesem dunklen Ton, ja, das ist ein 125er jetzt, die sind aramentiert oder phosphortiert, das ist ein Korrosionsschutz, und das hier ist zum Beispiel eine vanadierte, ja, eine andere Oberfläche, es gibt auch noch verchromt und ja, sieht man auch in der Nummer, aber da kommen wir dann gleich dazu. Wir merken uns mal die 87 für die Cobras, für die Wasserpumpenzangen, und die 86, habt ihr vielleicht gerade gesehen, für den Zangenschlüssel. So, das ist nämlich schon der erste Clou, aber im Detail noch mehr. Und es gibt natürlich auch die wahrscheinlich kleinste Wasserpumpenzange der Welt, ganz beliebt bei euch, das ist die Cobra XS. Ja, und von der kann man gar nicht genug haben, weil das ist wirklich ein Helfer in Not. Dann gibt es nach den Wasserpumpenzangen und den Zangenschlüsseln auch noch Kombizangen. Und die sehen so aus. Und da ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass da vorne ein kleiner Spalt drin ist. Und das ist, jetzt sieht man ganz toll, hier vorne ist ein Spalt und hier ist keiner. Also der Seitenschneider, der soll ja immer den Draht zwicken. Und das ist sogar genormt. Das geht nach der ISO 5746, die besagt, wie groß der Unterschied sein kann. Also da kann man Blatt Papier noch nicht klemmen, aber flaches Metall und so kann man hier schon klemmen. Und das ist genau ausgewogen. Das liegt daran, dass auch so tolle Werkzeuge wie die von Kniepack einem Verschleiß unterliegen. Und die sollen natürlich lange Zeit hier einen Draht zwicken können. Und deswegen ist immer die Schneide auf 0 gestellt und hier vorne, wo man greift, ein bisschen Luft drin, weil sonst würde ja, könnt ihr euch vorstellen, am Schluss da hinten der Draht nicht abzwickt werden, wenn es da vorne zusammengehen wird. Und das verschleißt dann da hinten immer mehr. Beim Zwicken, das ist der größte Verschleiß, denke ich, und dann funktioniert das nicht. Also das ist eine Kombizange, und wenn euch das schon mal aufgefallen ist im Katalog, vielleicht, da ist immer so ein kleiner Kreis, wenn da ein Viertel der Kreis drin ist, schwarze, dann sind die für Kunststoff, dann kann man Kunststoff damit zwicken, also für weiche Sachen. Zugfestigkeiten bis 220 Newton pro Quadratmillimeter. Wenn das ein Halbkreis ist, dann kann man mittlere Festigkeiten bis zu 750 Newtonmillimeter damit zwicken. Wenn das ein Dreiviertelkreis ist, kann man Stahldrähte damit zwicken oder harte Sachen bis zu 1800 Newtonmeter. Und wenn da ein ganz schwarzer Kreis drin ist, dann kann man Pianodraht oder Federstahldraht bis zu 2300 Newton pro Quadratmillimeter mit abzwicken. Dann gibt es sogenannte Radio- oder Flachrundzangen. Das hier ist ein Hybrid, das ist eine Kombination aus Kombizange, weil da ist ja wieder ein Seitenschneider, ein Brennerloch heißt es, um vom Schweißbrenner die Düse zu tauschen, und vorne einer flachen Stelle, wo auch wieder ein Schlitz drin ist, wenn man das sieht, die ist auf jeden Fall hier toll geriffelt und hat auch nochmal ein Loch. Und das sind solche Halbrundzangen, Halbrund-Kommizangen. Da seht ihr, die kann man mit allen Industrieölen ölen oder auch mit dem tollen Hausmittel Ballistol, Neoballistol, das auch gut für die Hände ist. Das ist eigentlich ein Waffenöl. Und das hier, das sind auch richtige Waffen, weil das so tolle Zangen sind. Das hier ist eben die Radiozange. Die gibt es auch gebogen. Und die hat einen Seitenschneider. Und auch hier, wenn man da wieder reinschaut, blitzt ein bisschen. Und die grüne Schneide mal durch. Also das ist die nächste Kategorie. Dann haben wir noch Sicherungsringzangen oder Sprengringzangen. Die liegen auch schon hier. Und da gibt es auch wieder zwei Varianten. Eine, die gehen auf mit einer Feder, da macht man einen Sprengring rein, den man auf eine Welle macht, dann geht er wieder zu und dann kann man den einsetzen in die Nut. Und die hier, die hat keine Feder, in die macht man die Sprengringe oder Sicherungsringe rein, die man
quasi zudrücken muss, um die in eine Bohrung einzusetzen, zum Beispiel als Sicherung von einem Dichtring oder sowas. Dann gibt es die Kneifzangen oder wie der eine oder andere sagt, Beißzange. Die sehen so aus, da habe ich nur historisches Werkzeug. Da ist auch so eine kleine Raute oben, die ist nach DIN EN 5241, und es gibt die mit einem kleinen Kopf und langen Schenkel. Dann heißen die Montierzangen oder Rapizzangen. Und da kann ich euch dazu sagen, der Karl Rapiz war Maurermeister, 1878 hatte er ein Verfahren entwickelt, mit dem er Gipswände stellen konnte, mit Hilfe von so Drahtgeflecht. Ihr kennt es auch von den Amireisen, wo man mit diesen Montierzangen halt gut herstellen kann. Dann gibt es die Seitenschneiderzangen. Die sehen so aus, die kennt ihr ja, muss ich gar nicht viel zu sagen. Das hier ist natürlich eine tolle, weil die doppelt parallel geführt ist. Da mache ich auch noch VDE-Werkzeug spezial. Und es gibt Elektronikzangen. Es gibt die VDE und ESD, oje oje, die hier ist elektrisch isolierend. Das ist auch eine super Knips. Und das hier ist auch eine super Knips und die ist elektrisch, leitend, aber mit einem hohen Übergangswiderstand, damit keine Funken entsteht, wenn man da an elektronische Bauteile schraubt. Und es gibt Grimmzangen. Das hier ist eine Kombi-Grimmzange. Und die ist echt toll, weil da kann man von 0,25, 0,5, 1 bis 16 Quadrat alles grimpen. Hier ist auch mit diesem Wegrutschschutz hier vorne, dass man da nicht an Strom hinrutscht und so. Und viel mehr. Also gut, sagen wir mal den Überblick über die Zangen. Wir haben jetzt gelernt, es gibt Zangenschlüssel, Wasserpumpenzangen, Kombizangen, Elektroinstallationszangen, Flachrundzangen, Sicherungsringzangen, Kneifzangen, Rapizzangen, Seitenschneidezangen und Grimmzangen. Jetzt bin ich stolz auf mich. Ja, und es gibt Linkshänder- und Rechtshänderzangen, aber nicht bei Kniepacks, weil die Dinge immer symmetrisch bauen. Und ich sage, man kann zum Beispiel hier die Cobra als Rechtshänder entweder mit dem Daumen auslösen oder als Linkshänder mit dem Zeigefinger. Jetzt habe ich natürlich, ich bin kein Linkshänder, nicht so viel Kraft hier im Zeigefinger, aber das geht tatsächlich. Man braucht quasi, wenn man symmetrische Werkzeuge baut, gar keine linke und rechte Variante. Natürlich manche Linkshändler, die fühlen sich diskriminiert und wollen dann extra Linkshänderwerkzeug. Ja, okay, kann mir auch vorstellen, wenn man damit viel arbeitet, dass man das gut gebrauchen kann. Wichtig ist es halt bei Dosenöffnern, bei Scheren und bei Messschiebern. Und ja, ansonsten kann man darauf verzichten, wenn die, wie gesagt, symmetrisch sind. Dann habe ich euch ja schon gesagt, das ist der Korrosionsschutz, aramentiert, das ist vanadiert. Und wenn wir jetzt einmal drauf gucken, auf diese kleine Nummer, die hier steht, erkläre ich euch jetzt, was das bedeutet. Die erste Zahl, die 87, steht für das Grundmodell, zum Beispiel in dem Fall eine Cobra. Alle Cobras hier auf der Matte haben 87. Die zweite Zahl steht für die Form, also 0, die sind gerade. Die dritte Zahl steht für die Ausführung, also mit getauchten Griffen, ob die poliert ist und so weiter. Die vierte Zahl, die steht für die Länge, 125 mm ist die. Und dann gibt es da hinten noch so eine fünfte Zahl, das kann zum Beispiel ein T sein, dann kann man die wo anhängen, Tetre heißt es, oder BK, dann kommen die im Blister, also in so einer Folienverpackung, nicht in aufwendigen Kunststoffverpackungen, wenn man die zum Beispiel für einen Industriebetrieb öfter bestellt. Na, habt ihr schon ganz schön viel gelernt jetzt. Es gibt aber auch noch andere Zangen. Es gibt Bolzenschneider, kennt ihr hier vielleicht, die sind für den Klavierdraht hier mit Feder, das ist eine 95er Nummer und die haben oft so Chrom CR Stähle. Es gibt auch wieder eine Neuheit, innovative Zangen. Da schaut ihr mal. Ich sehe Twin Grip. Und es gibt den Papageienzange, die Schnabelzange, wie ich die nenne. Oder Parrot auf Englisch. Da kann man Sechskant damit greifen. Also ich finde die auch ziemlich cool, um Mutternköpfe und sowas gut zu greifen. Es gibt natürlich noch viel mehr. Es gibt die Maulzange. Es gibt eine Blechschere oder Kabelzange auch von Kniepacks und vieles mehr. Also es gibt eigentlich alles von Kniepacks, was man sich vorstellen kann. Alles, was das Herz begehrt, wovon man sich in den kühnsten Träumen hat, ja, und überhaupt. Gell? Also gut, ich glaube, das war ein richtiger Informations-Impact. Und ich hoffe, ihr schaltet jetzt mal wieder ein, wenn es heißt, nächstes Kind abonnieren. Und dann bis bald. Tschüss.